Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute etwas ganz Besonderes. Und zwar habe ich die neue The Artem Eye Kollektion von Love und Oscar Artem, früher Ossi Glossy, bekommen. Und die möchte ich heute mit euch gemeinsam testen. Das ist eine komplette Kollektion mit einer krassen Lidschattenpalette, Eyeliner, Color Boost, Eyeshadow Base und Wimpern. Wir haben 4 Produkte, die wir heute testen wollen und das werden wir auch gleich machen. Zuallererst, wie immer, herzlichen Glückwunsch, Oscar. Ich finde, bei Oscar ist das Ganze nochmal was ganz Besonderes, weil Oscar ist schon ganz, ganz lange Teil der deutschen Beauty-Community und er war noch sehr, sehr jung, als er angefangen hat. Und diese Entwicklung von ihm als erwachsen werdender Mensch zu sehen, war für mich eigentlich immer ganz schön und deswegen herzlichen Glückwunsch. Optisch auf jeden Fall schon mal krass. Zuallererst, falls ihr Oscar nicht kennt, Oscar ist ein sehr, sehr kreativer Artist, der auch viel zeichnet. Der hat das komplette PR-Paket und die komplette Kollektion designt. Und das ist einmal das PR-Paket. Das gibt es, glaube ich, auch auf sein T-Shirt. Er hat auch eine Fashion-Brand. Aber wir kommen jetzt zum Make-up. Und zwar haben wir hier einmal The Artem Eye. Das ist eine Pressed Pigment-Palette. Und die ist made in Italy. Und so sieht die einmal aus. Sieht super, super leuchtend aus. Und vielleicht könnt ihr schon erahnen, hier sind 3 Farben drin, die UV-Farben sind. Also perfekt für die nächste Party. Jetzt, wo die Clubs ja langsam, Gott sei Dank, wieder aufmachen. Sie haben mir auch freundlicherweise hier so eine Lampe mitgegeben. Und ich glaube, ihr könnt sehen, ne, wie krass diese Farben leuchten. Vor allen Dingen die Farbe Lost und Beginnings. Sieht super, super krass aus. Daraus werden wir auf jeden Fall einen Look schminken. Ansonsten haben wir sehr, sehr viele matte Farben. Auch Farben, die man nicht so typisch kennt, muss ich sagen. Ne? Also so die klassischen Influencer-Paletten sind eher so beige-braun. Oscar ist aber sehr, sehr kreativ und hat aber wirklich leuchtende Farben genommen. Hier dieses Pink-Aura. Dann natürlich diese Neonfarben. Das habe ich in einer gepressten, in einer Pudertextur tatsächlich auch noch nie gesehen. Deswegen bin ich super gespannt, wie es funktioniert. Aber auch diesen Blauton und diese Farbe Lotta ist eine ganz, ganz besondere Farbe. Und ich freue mich, das Ganze zu benutzen. Passend dazu gibt es auch eine Eyeshadow Base. Die benutzen wir gleich für die Cut Crease, glaube ich. Und wir haben einen Eyeliner und Lashes. Und wir starten jetzt. Bevor ich es vergesse, ich habe einen Rabattcode bekommen. Der gilt nur 24 Stunden. Also wenn das Video online geht, 24 Stunden. Der ist LoveXMaxim10 für 10% Rabatt, so Early Bird Rabatte. Link ist einmal unten in der Infobox. Also wenn euch was gefällt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Kein Affiliate-Link oder so, aber ich finde sowas immer ganz cool. Weil Love ist ja doch vom Drogeriepreis etwas höher. Und dann 10% Rabatt, dann ist das, glaube ich, schon wieder gar nicht schlecht. Auf jeden Fall starten wir mit der Palette und ich hole euch ein Stückchen näher ran. So könnt ihr, glaube ich, alles ganz gut sehen. Ich habe meine Base schon gemacht. Ich habe heute die Nabla Foundation genommen und auf meinen Lippen trage ich eine Kombination, die ihr hoffentlich bald sehen werdet. Das ist einmal die Palette und ich glaube, wir starten heute mal mit dem klassischen Maxim Giacomo pinken Look. Ich muss sagen, Oscar ist tatsächlich extrem krass, was Looks angeht. Der macht immer sehr artistische Looks, die aber trotzdem, er hat halt ein wunderschönes Gesicht, muss man dazu sagen. Ne? Er sieht aus wie ein griechischer Gott. Da muss man so sagen. Und dann hat er immer diesen extrem weit nach außen gefächerten Look und das möchte ich heute auch machen. Deswegen starten wir mit einem fluffigen Pinsel und gehen in die Farbe Aura. Das ist dieses Pink. Gar kein Kickback. Sieht super gut aus. Hier ist auch ein Spiegel mit drin. Und die setzen wir uns erstmal hier außen hin. Okay. She's wirklich, wirklich pink. Habe ich nicht gedacht. Ich dachte, die meisten Pinktöne, die man so kennt, sind ja meistens eher so ein bisschen softer. Aber die ist extrem pink. Ich mag ja pink, ne? Also ich glaube, wenn ihr es am Hintergrund noch nicht erkannt habt, dann I don't know. Sehr pigmentiert, lässt sich aber gut verblenden. Also meine Base ist jetzt natürlich auch noch nicht gesettet. Und ich probiere nachher mal die Eyeshadow Base auf meiner Hand und dann schauen wir den Vergleich zwischen Swatch und Lidschatten Base Swatch. Finde ich mal ganz spannend. Ich mache jetzt aber erstmal das eine Auge fertig. Das ist tatsächlich eher nur so meine Transition Shade. Einfach um diesen, ja, vielleicht kriegen wir diesen Oscar-Look hin heute. Ich blende die Farbe wirklich weit aus und baue mir die so ein bisschen auf. Kann dann nachher aber immer noch mal so ein bisschen mit dem Pinsel rübergehen. Deswegen probiert immer mit so ein paar verschiedenen Pinseln zu arbeiten und den heben wir uns definitiv gleich auf. Ich schaue mir noch mal ganz kurz an. Ja, die Farbe Diva ist auf jeden Fall so eine Neonfarbe, ihr seht das. Ich mache auch nachher das Licht aus. Ich nehme jetzt so einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Diva. Das ist ein Rot und Rot-Neon habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und die setze ich mir erstmal hier mit rein und blende die so ein bisschen in das Pink. Ich bin super gespannt, wie
so Neonfarben ausgeblendet aussehen. Ich muss das Licht ausmachen, ihr seht es nicht, aber ich sehe es gerade und das ist krass. Also die Farbe ist tatsächlich auch super pigmentiert. Da bin ich sehr überrascht. Wie gesagt, ich habe noch nie Neon-Lidschatten gesehen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber klar, macht Sinn. Und die blende ich mich hier so ein bisschen rein. Ich habe das Rosa auch nur genommen, um so einen kleinen Effekt auf dem Auge zu haben. Ich liebe es jetzt schon. Ich habe mir überlegt, okay, also ich persönlich gehe ja nicht so oft feiern. Wozu brauche ich dann diese Neonfarben? Ich weiß es aber. Bei so Neon-Eyelinern ist es, glaube ich, immer, da bin ich nicht so ein großer Fan von, weil sie für mich persönlich nicht so praktisch sind. Wenn ich jetzt aber an Neon-Lidschatten denke, vor allen Dingen in Farben, die ja wirklich cool sind, in Kombination vor allen Dingen auch mit diesem Grün, daraus kann ich einen coolen grünen Look machen. Den kann ich auch im Alltag tragen und dann wirken die Farben einfach noch richtig poppig. Ihr seht ja jetzt hier auf meinem Auge, diese Rot-Rosa-Kombi ist ja super intens und sieht fantastisch aus. Und dann nehme ich mir hier so einen kleinen Pinsel. Ich bin überrascht, es gibt kaum Kickback in der Palette, in die Farbe Aurora. Und das setze ich mir hier außen hin. Selbst auf so einem Neon-Lidschatten haftet der halt. Oscar, Hammer. Ich bin tatsächlich ohne voreingenommen zu sein daran gegangen, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie Neonfarben auf dem Auge performen sollen. In Puder. Ihr merkt, ich bin verwirrt, ne? Weil das habe ich halt so noch nicht gesehen. Und ich glaube, das ist ein super cooles Teil, das mal auch in der Kollektion zu haben. Und das zeigt halt einfach, dass Oscar sich mit Love echt Gedanken gemacht hat, um etwas zu lancieren, was es halt noch nicht gab. Wunder, wunderschön. Richtig, richtig cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich nehme jetzt hier nochmal einen kleinen Pinsel, gehe nochmal in die Farbe Aurora und setze mir die hier vorne hin. Und dann gehe ich ganz leicht in Young und verdunkle mir hier vorne die Cut Crease. Jetzt, Freunde, wird spannend. Wir haben diese Eyeshadow Base. Die ist, glaube ich, sehr, sehr weiß. Kommt in so einer Quetschtube, ist extrem viel drin. Das sind 15 Milliliter. Ja, das ist richtiges Deckweiß. Und dann nehme ich mich hier so einen kleinen Pinsel von Elli, arbeite mir die Farbe in den Pinsel ein, lade den richtig schön voll. Und jetzt schauen wir mal. Also die hat nicht so eine krasse eigene Deckkraft, aber kann man aufbauen. Und dann mischt sie sich so. Ist halt auch schon eine schöne Farbe, so an sich, ne? So dieses Weiß-Rosa-Gemisch. Sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Ich blende mir hier noch so ein bisschen den dunklen Ton mit rein. Und jetzt nehmen wir uns einen flachen Pinsel. Und gehen nochmal in diesen pinken Ton rein. Schaut euch das an. Abklopfen und dann stempeln. Richtig reinpressen den Ton. Ihr habt dann dieselbe Farbe wie in der Palette auf dem Auge. Ich nehme jetzt nochmal denselben Pinsel und gehe ein bisschen in das Weiß rein, um hier vorne, auch pigmentiert, so einen kleinen Übergang zu machen. Und außen gehe ich nochmal in Aurora. Wollen wir das Licht schon mal ausmachen? Ja, schaut mal, ich habe es jetzt nur so ein bisschen ausgemacht. Oh, meine Base ist glowy. Ah. Na, ich habe ja nur diesen einen rosanen Ton benutzt und das wirkt extrem krass. Und hat sich gut ausblenden lassen. Okay, ich glaube, mein Ringlicht hat gerade eben versagt. Ich hoffe, ihr seht immer noch was. Ich mache einmal unten schnell noch so ein bisschen Rot und Rosa, mische ich mir zusammen. Wunder, wunderschön. I love it. So, ich habe euch nochmal ein kleines Stückchen heller gestellt. Ich glaube, das Ringlicht hat sich gerade so ein bisschen überhitzt. Sehr, sehr schön, ultra pigmentiert, super einfach mitzuarbeiten. Also ihr habt es gesehen, ne? Ich habe jetzt hier keine 5 Minuten gesessen und der Look sieht halt nicht aus wie 5 Minuten. Ich mische mir hier nochmal so ein bisschen was rein. Ich bin so fasziniert, ne? Schaut euch das an. Das ist so cool. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja, doch, könnt ihr sehen. Cool. Okay, Freunde. Wir machen weiter und starten mit einem fluffigen Pinsel und gehen in die Farbe Lost. Das ist dieses Neongelb. Hat ein bisschen mehr Kickback, aber die setzen wir uns jetzt erstmal hier als Transition Shade hin. Und ja, da macht. Oh, cool. Also auf dem Auge sieht die gar nicht so. Doch. Wow. Ich weiß nicht, wie man das so hier krass hinkriegt. Ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja eher so ein bisschen vorsichtiger, was so experimentelle Texturen angeht. Aber das ist einfach ein krasses Neongrün auf dem Auge, pigmentiert. Es wirkt in der Kamera natürlich durch die Lichter hier noch ein bisschen krasser, aber I mean, what?
Das ging super schnell. Wir gehen jetzt als nächstes noch in dieses etwas dunklere Grün. Auch die hat ein bisschen Kickback, aber das ist, glaube ich, einfach bei diesen hellen Farben oft so. Und das mische ich mir hier noch so ein bisschen rein. Ich überlege jetzt, ich glaube, das. Butterweich, das Grün. Kommt, wir nehmen das jetzt einfach mal. Kleinen Pinsel, wir gehen in die Farbe Lotta und geben uns die Farbe Plätt hier hin. Sehr pigmentiert, die ist sehr, sehr weich, die Farbe. Also ihr seht, ne, die ist wie nass auf dem Auge. Dann blende ich mir so eine Mischung aus Neon. Grün und dem dunklen Grün einfach hier rein, dass der Übergang halt nicht so unnatürlich leuchtet. Ne? Wir denken ja jetzt an Party-Make-up. Okay, Licht. Also ich meine, das sieht ja schon so cool aus. Aber so ist das krass. Freunde, wir ziehen uns einen Eyeliner und zwar ist das ein Felt-Tip-Eyeliner. Ich bin gespannt. Ich bin ja nicht die größte Eyeliner-Maus, aber wir werden sehen, wie das Ganze aussieht. Oskar hat immer einen sehr, sehr großen, dicken Eyeliner, deswegen sehr schwarz und man kann damit eine sehr, sehr schöne, scharfe Linie ziehen. Ich male mir hier vorne noch so ein bisschen was hin. Damit habe selbst ich einen Eyeliner hingekriegt. Machen wir grün auch noch? Der trocknet, glaube ich, auch matt runter. Okay, das ist ein sehr intensiver Eyeliner. Bin ich ein großer Fan von. Okay, also auf die Entfernung sieht das Ganze, meine Hände sehen aus. Wow, aber ihr seht, ich bin involviert, euch alles zu zeigen. Ich gebe mir einmal ganz kurz die Lashes auf. Das ist der Style Full Wispy Lash. Ich glaube, die haben keinen Namen. Die sind extrem. Also das ist so Oscar-extrem. I love it. Alright, der Kleber trocknet gerade noch so ein bisschen. Ich muss sagen, die Lashes sind extrem groß. Also in der Verpackung haben sie nicht so gewirkt wie jetzt auf dem Auge. Und das ist schon. Also wenn ich zu schnell mit den Augen klimper, dann bin ich, glaube ich, gleich oben bei den Nachbarn. Sie sind sehr dick, sie sind sehr groß und sie sind sehr Oscar. Ne? Also ich hätte mich jetzt auch gewundert, wäre er mit so kleinen Wimpern rausgekommen. Sehr, sehr schön. Passt irgendwie auch zu dem Look und ich glaube, für so eine wilde Partynacht ist das genau das Richtige. Ich muss jetzt nochmal hier, ne, das euch zeigen. Ich glaube, das ist ein ausschlaggebendes Argument für diese Palette. Sowas habe ich noch nicht gesehen in einer Pudertextur und macht diesen Neon-Trend viel, viel erreichbarer für Leute, die vielleicht nicht so viel Eyeliner tragen oder mit so Gel-Produkten klarkommen. Es hat auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht. Ich kann euch die Produkte nur empfehlen. Hat funktioniert. Schöne Kollektion. Ich setze euch den Link, wie gesagt, unten mal rein. Schaut da gerne mal vorbei. Also die Palette ist, glaube ich, so ein Sammlerding. Und hier seht ihr auch, das ist einfach intens. Coole Kollektion. Herzlichen Glückwunsch, Schlaf. Herzlichen Glückwunsch, Oscar. Link ist unten in der Infobox. Ich bin super gespannt, wie ihr die Kollektion findet. Schreibt mir gerne ein Update unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr sie euch ja auch schon bestellt. Ansonsten schaut, wie gesagt, mit dem Code vorbei. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.